zu bringen. Ja, genau. Unter Have a Idea, nimm mal das Rohr. So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales, die vier Chroniken. So, es ist so, wie es aussieht, wahrscheinlich kein Bug. Und zwar müssen wir, aber wer zum Teufel soll darauf bitte kommen? Gut, er hat ein Anzeichen gegeben, dass die Lampe ein bisschen modern ist. Und dann machen wir sie jetzt einfach mal altmodisch. Die Lampe wird mir zumindest keins auf die Nase geben, wenn das Zepter der Zeit wieder versagt. Schauen wir mal, was die Zukunft für diese Lampe bereithält. Ja. Ja, süß. Nanu, in der Zukunft muss die Lampe durch ein neueres Modell ausgetauscht worden sein. Wird ausgetauscht werden. Sein. Nee, geworden sein. Ja. Eine Glaskugel. In ihr glüht ein Draht. Beeindruckend. Eine Glaskugel. Ja. Machen wir mal. Wupp. Hui. Was ist das denn? Will ich in einer Zukunft leben, in der das eine Lampe ist? Nein. Ich nehme sie mit. Am Ende sieht sie sonst noch jemand. Okay. Sieht aus merkwürdig aus. Okay. Gut. Jetzt habe ich eine Vermutung. Ja, zerschneide Lappenschirm mit dem Draht. Natürlich, dieses Material könnte wärmeempfindlich sein. Es könnte aber auch explodieren, sich in giftiges Gas verwandeln oder mich angreifen. Mach es einfach. Was soll's, versuchen wir es. Es geht ganz einfach. Der Draht zerschneidet das Material, als sei es Butter. Perfekt. Gib das mal dem Vieh. Nimm du. Dann wechseln wir mal aufs Vieh. Ich weiß nicht. Hey, das funktioniert ja. Ziehe Kostüm an. Und wie wir schon sehen, sehen wir aus wie... Na, kennt ihr ihn? Also mir, ich weiß, wer das ist, aber... herrlich. Aber mir fällt der Name von dem Spiel nicht mehr ein. Irgendwas mit Tentakel, glaube ich. Guck mal. Halt, kein Zutritt, oder... sind Sie ein Freund vom Chef? Ich muss das checken. Eure Boshaftigkeit? Hier ist jemand, der behauptet, ein Freund von Ihnen zu sein. Yeah. Somit sind wir im Schiff drin mit dem Vieh. So, hallo. Hey, Tentakel! Die Labormaus und der Asthma-Typ sind noch nicht da. Eine Schande. So wirst nur du Zeuge meines endgültigen Triumphs. Ihr alle habt es versucht, doch nur mir, Munkus, wird es gelingen. Schon bald ist meine perfekte Tötungsmaschine fertig. Es wird die erste von Tausenden sein. Meine eigene Armee, geschaffen von dieser wunderbaren Maschine. Sag nichts. Es ist keine Schande, gegen den Besten zu verlieren. Bleibe und lerne, mein purpurner Freund. Ja. Okay, betrachte das Kabel. Ja, ach, das ist ein Rohr. Ja, dann nimm das Rohr. Okay, okay. Betrachte die Gegensprechanlage. Okay.
Die Rohrzange. Kann man die mitnehmen? Ja, können wir tatsächlich. Betrachte die Maschine. Ja. Okay, ey, Freunde. Ha. Okay, ich habe schon eine Idee. Ja. Sprechen wir mal mit dir. Xadalupa? Du? Befreien! Schnell! Helfen, bitte! Bin dabei! Vater schwach! Transporter, Energie! Schalter da! Schalter dort! Gleichzeitig! Okay, ja, hab ich mir schon gedacht. Mensch, helfen! Ja, ja, ja. Dabei, dabei, dabei. Schon Idee, Wie? Idee hab ich. Ja, was los? Wie ist es gelaufen? Sind Layla und die anderen okay? Ja, so halb. Zum Glück. Und Munkus? Ja, der ist auch da. Du musst einen Weg finden, mich an der Wache vorbeizubringen. Ja, genau. Und da helfe ich das Rohr. Kannst du damit auch dieses Zeitdings da machen? Bestimmt. Mach das mal heile, heile. Mach das heile, heile. Los, mach das heile, 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 heile. Ein älteres Rohr würde uns nicht helfen. Ein jüngeres aber vielleicht schon. Vielleicht. Hat's funktioniert? Ja! Nimm mal das Rohr wieder. Da. Und jetzt Tentakelmann. Vieh. Rein mit dir. Und jetzt reden wir nochmal mit Layla. Layla, Layla, helf mir. Ja, böse. Hexer verzaubern? Aha. Mensch, holen. On the way, aber puh. Was soll ich mit dem Rohr machen? Schraube die Gegensprechanlage, was? Auseinander? Okay. Okay, und jetzt Rohr da rein. Yeah. Und jetzt, ich habe schon eine Idee. Gib mir doch mal dieses verfickte Baby. Baby? Warum? Wirst du sehen, ich hab Idee, ich hab Idee. Vorsichtig. Zurück zum Sport. Ja, genau. So, jetzt haben wir das schnieke Baby. Da haben wir das Baby. So, jetzt brauchen wir die Stimme von Munkus. Willkommen, meine Damen und Herren. Was zum... Was ist das denn? Wo hast du das Ding denn gefunden? Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Geh mir aus den Augen damit. Ich will es hier nicht mehr sehen. Okay. Wir müssen die Wache ja loswerden. Lass das Baby da durchsprechen, Mama. Das muss so etwas wie Nachwuchs sein. Ausgewachsen können die Dinger einen Meter groß werden. Ja. Ich muss den Augen damit. Ich will es hier nicht mehr sehen. Ah, göttlich. Bam. So, wie es aussieht. Mindestens. Was will der jetzt hier? Hey, warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich musste mal austreten. Und was hat der nackte Mann dort damit zu tun? Das ist etwas kompliziert. Hast ihn aufgemischt, was?
Ist das dieser Versager von einem Luftschiffkapitän? Warum hacken immer alle auf ihm herum? Ich habe gehört, er soll sehr kompetent, intelligent, sehr schön und clever sein. Genau. Wir sehen uns heute Abend. Hey, ich... Herr König. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Nate, du musst da rein. So. Betätige den Schalter. Ich vertraue viel Technologie ein wenig mehr als Gnomentechnologie. Diese Geräte reißen mir vermutlich nur wenige Gliedmaßen ab. Kann sein. Und das Vieh? Nein? Okay. Ups. Vielleicht machen die Sets automatisch gleichzeitig. Verstehe. Ja, machen sie. Sehr gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Und jetzt. Okay. Gleiche Zeit für einen Cut. Aua. Hey. Was ist das für ein Radau? Es funktioniert. Ihr da, loslassen! Ruhig da. Ruhig. Ruhig, Brauner. Jetzt oder nie. Scheißding. Es funktioniert nie, wenn es klappen sollte. Ach, die sind schon draußen. Cool. Wir könnten alle zusammen mit der Mary zu einem Heiler fliegen. Nein. Zu schwach. Große Maschine. Ach, Munkus ist im Heiligtum und dieses verfluchte Zepter hat schon wieder nicht funktioniert. Wie willst du ihn überwältigen? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Klar können wir Munkus da irgendwie rauslocken, aber wie willst du ihn besiegen? Leila Plan. Also, ich weiß nicht. Okay. Also, nochmal im Detail. Wie lautet dein Plan genau? Ihr rauslocken? Ich besiegen. Könnte von mir sein. Komm schon, Kleiner. Zeit, etwas wirklich Dummes zu tun. Ja, jetzt geht's rund. Ich glaube, nächster Part wird bestimmt der finale Part sein. Wirklich guter Job da im Heiligtum. Wir sind ein prima Team. Weil es gibt nur 5 Kapitel. Und so langsam sehe ich, dass wir uns dem Ende neigen. So, nimm mal den Apfel da. Also erstmal betrachten, ja. Das ist das Apfelgehäuse, das die Wache nach uns geworfen hat. Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich meine, wie, auch nur ganz theoretisch, hätte uns das aufhalten sollen. Ich weiß auch nicht. Nimm den Apfel. So, lass ihn mal schön verfaulen. Und dann wieder zu Kern. Dann kann ich es auch gleich lassen. Lass ihn doch verfaulen. Verjünge ich die Apfelkerne, werden sie wieder zum Apfel. Und dann wieder zu Kern. Dann kann ich es auch gleich lassen. Ach so, okay. Benutze das Zepter mit dem Holzstuhl, das geht. Versuchen wir es. Der Stuhl wird mir wenigstens kein blaues Auge schlagen, wenn es nicht funktioniert. Ja. Wer weiß. Blob. Oh, jetzt der ist es eine alt. Antiquität. Ob man dafür... Nein. Wohl nicht. Jetzt Apfelkerne? Ja, steck die Apfelkerne in der Erde. Ich drücke die Kerne in die Erde. So, und jetzt mit dem Zepter. Machen wir wieder heile Baum raus. Machen wir den Baum. Du lass mich nicht wieder im Stich. Nein. Ich sollte wieder ins Apfelverkäufer-Business einsteigen. Mit diesem Zepter wäre ich der Apfelverkäufer-König.
Aber natürlich bringe ich das Zepter zurück zum Erzmagier, wenn wir Layla und die anderen befreit haben. Ja, aber was natürlich. Was will man schon mit einem Zepter, das einen die Zeit manipulieren lässt? Ist ja nicht so, dass eine alte Königin einem ihr halbes Reich geben würde, wenn sie noch einmal jung sein könnte. Nein. So, Leute, ich will jetzt hier einen Cut machen und ich gehe davon aus, dass der nächste Part der finale Part sein wird. Sieht mir nämlich sehr nach Endsport aus. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.